Hallo, mein Lieben. Oh mein Gott. Wir sehen uns mal wieder im Badezimmer. Aber diesmal in einem anderen Badezimmer als bei der letzten Schwangerschaft. Ich habe hier 3 Schwangerschaftstests vor mir liegen. Und heute sind wir Eisprung plus 10. Das heißt, ich könnte testen. Übrigens habe ich wieder so ein kleines Tagebuch geschrieben, was ich alles für Anzeichen habe. Und das ist echt crazy. Also wenn ich nicht schwanger bin, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich mir sehr viel eingebildet, glaube ich. Ich mache zuerst einen One-Step. Genau, die One-Steps gibt es ja in 2 verschiedenen Sensitivstufen. Einmal 25er, einmal 10er. Das hier ist ein 10er, also sehr sensitiv. Bin mal gespannt, ob der bei Eisprung plus 10 anschlägt. Baue die erstmal alle auf. Weil ich wollte auf jeden Fall auch wieder gerne diesen nehmen. Weil dieser bei meiner zweiten Tochter ja richtig gut angeschlagen hat. Das ist der von Facelle, von Rossmann. 4 Tage vor Ausbleiben der Periode. Ja, bin gespannt, welcher da besser anschlägt. Das ist nämlich auch ein 10. Ein 10er. Kennt ihr bestimmt von meinem letzten Video. Und dann habe ich das erste Mal ein Clear Blue gekauft. Wobei ich gestern online gelesen habe, dass der wohl nicht so gut sein soll, weil er oft ein falsches Ergebnis anzeigt. Ich bin jetzt gespannt, deswegen mache ich ja 3. Der soll auf jeden Fall schon 6 Tage früher anzeigen. Also der muss heute anzeigen, sonst ist es schwierig. Nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Jetzt kommt der letzte. Den drehe ich einfach um, das ist ja voll easy. So, jetzt muss ich kurz zum Kind. Das ist schon die Probe vom letzten Test. Schau mal, wie groß sie geworden ist. So, wir gucken jetzt, ob Mama ein Baby im Bauch hat, okay? Ja? Ich habe tatsächlich mit den Kindern die letzten Tage richtig viel darüber gesprochen, weil das einfach bei uns allen total präsent ist. Und ja, auch mein Partner von den Anzeichen weiß und sowas, ne? Und ja, wir so einfach die Reise so zusammen machen. Es juckt mir in den Fingern, da einfach kurz drunter zu gucken. Aber wir warten. Wir warten. Auf welchen gucken wir zuerst? Ich gucke jetzt einfach auf den von Clear Blue. June, Mama hat ein Baby im Bauch. Wir schauen noch mal bei den anderen. Eisprung plus 10. Habe ich doch recht gehabt. Ich wusste es einfach. Ich kenne meinen Körper so, so gut. Ich wusste es einfach. Auch der hier. Der ist sogar mit am stärksten mit dem Clear Blue zusammen. Den hatte ich ja, wie gesagt, auch bei den letzten beiden Schwangerschaften. Und der ist sogar echt richtig krass positiv. Also das, so krass war der nicht mal bei ihr. Und das war auch Eisprung plus 10. Also der ist sehr krass positiv hier. Der von Rossmann, genau. Leute, ich kann das nicht glauben, ey. Wir haben uns das so sehr gewünscht.
Wir haben dem Ganzen nur einen Monat Zeit gegeben. Ist uns anders mit der Arbeit nicht gepasst hätte. Sonst hätten wir in einem halben Jahr erst wieder starten können. Genau, und jetzt hat es einfach direkt geklappt. Oh mein Gott. Wir werden jetzt mal den Papa wecken mit dieser Nachricht. Oder ich glaube, ich wecke ihn lieber nicht mit der Nachricht. Ich warte, bis er richtig wach ist. Und dann sage ich ihm Bescheid. Ich habe gestern nämlich tatsächlich schon einen kleinen Body gekauft. Einen kleinen grauen Wickelbody habe ich gestern bei DM mitgenommen. Und da wollte ich ihm jetzt so eine kleine Box fertig machen.